Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Infovideo von mir, in dem ich mich doch recht kurz halten möchte. Und zwar geht es einfach nur darum, um einen offiziellen Grund mal zu bestätigen. Ich habe es ja letztens schon mal in den Kommentaren bei Sphinx Mido beantwortet, aber jetzt nochmal für alle, die nicht immer Kommentare lesen, die nicht immer Kommentare mitschreiben und so. Für alle nochmal, es tut mir außerordentlich leid, dass es zurzeit sehr viel Durcheinander bei den Uploads von Fußball Manager 3 zum Let's Play mit dem FC Schalke 04 gibt. Das hat einfach ganz einfache Gründe. Es ist Sommer, es ist wirklich Sommer. Da hat man auch am Wochenende immer viele andere Sachen zu tun. Aber nach der Arbeit ist es ein bisschen schwer, da sieht man sich lieber mal ein bisschen in den Liegestuhl auf der Sonne mit einem kühlen Getränk in der Hand und genießt das Wetter und spannt aus sozusagen. Und am Wochenende, wie gesagt, hat man auch ganz schön viel zu tun. Man macht dann mehr mit seinen Freunden, geht viel weg, bisschen Outdoor-Partys etc. pp. Halt selber Fußballspiele, Vorbereitungsphase läuft gerade bei uns in der Kreisliga. Ja, da geht mal vieles ab und da hat man dann auch nicht mehr den Nerv, so sich dann abends hinzusetzen, wo die Bude eh schon heiß genug ist und ist es die gleiche Bude, wo man noch drin schlafen will und dann den PC so aufheizen zu lassen, da ist dann die Motivation ein bisschen runter, vielleicht dann noch 5 Folgen hintereinander aufzunehmen. Deswegen erstmal Entschuldigung für heute, dass es erstmal heute keine Folge gibt, Fußball Manager 13. Ich weiß, es ist sehr unregelmäßig zur Zeit, aber es muss einfach, es geht halt einfach nicht anders. Ich werde mich jetzt gleich noch hinsetzen und das Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham aufnehmen. Dass ihr das wenigstens morgen zu sehen bekommt und ich hoffe dann, dass ich morgen eine längere Session hinbekomme. Obwohl, nee, da hat mein Cousin Geburtstag. Boah, dann wird das morgen auch nicht. Dann muss ich heute 2 Folgen drehen nochmal. Dann muss ich wirklich, ja, beide Spiele, nee. Ja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Ich muss dann heute 2 Folgen aufnehmen. Wenn beide jeweils ein bisschen kürzer werden, dann wie gesagt, es tut mir recht leid, dass ich das Zeit nicht einfach in die gebacken bekommen. Letztes Jahr ging das also einfach im Sommer, denn erstmal war letztes Jahr nicht wirklich Sommer. Da hat man nicht so viel unternommen und dann hat man in der Woche noch sehr viel Zeit gehabt, da man eben zwischen Abi und Ausbildungsbeginn da 4 Monate in der Luft hing sozusagen. Ne? Also 4 Monate einfach mal abspannen konnte, das hat man jetzt natürlich gerade nicht. Jetzt habe ich noch 2 Wochen Arbeit, dann habe ich 3 Wochen Urlaub vor mir mit meiner Freundin zusammen. Auch da werde ich nicht denn wirklich so intensiv zum Aufnehmen kommen. Nicht mal sehen, wie ich das schaffen werde, aber ich denke mal, da würde ich das so hinkriegen, wenigstens, dass ich jeden Tag eine Folge, da habe ich einmal, kann ich ja einen Tag mal einplanen und dann für 2 Wochen durch aufnehmen. Jedenfalls, wie gesagt, nochmal entschuldigen dafür, dass es, also es halt nicht so oft klappt. Ich verrate mich jetzt schon wieder fest, wir sind schon wieder gleich bei 3 Minuten. Wollte euch einfach, wie gesagt, bloß kurze Auskunft geben. Dennoch, danke, bei 186 Abonnenten stehen wir jetzt gerade. Bei 200 Abonnenten werde ich mir was Neues mal ausdenken und zwar werde ich da mal, habe ich geplant, ein paar Gameplays aufzunehmen und so und dann sollt ihr später entscheiden, welches Projekt ich da machen soll. Wenn ich Zeit habe, kann ich das dann machen. Aber wie gesagt, dafür wird es noch ein extra Video kommen, wenn ich die 200 Abonnenten erreicht habe. Ansonsten habt ihr immer noch weiterhin viel Spaß. Einen schönen Sonntagabend noch. Ich hoffe, es ist nicht zu gewitterig bei euch. Bei uns soll es jetzt dickes, fettes Gewitter geben gleich. Ich werde jetzt noch fix das nächste Spiel aufnehmen gegen Tottenham und dann werde ich auch in die Haie. Ich muss morgen wieder früh arbeiten gehen. Also, danke fürs Zuhören. Morgen wieder mit der neuen Folge Fußball Manager. Ciao, ciao.